Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atlas, mit dem Smitty. Hallo. Und dem Weide. Moin. Sind wir immer noch auf der schicken Gems-Insel. Hier ist die Wand, wo wir kläglich dran gescheitert sind. Da steht unser Schiff und wir sind da mal weitergelaufen. Ja. Durch Zufall. Und ich habe keine Lust mehr, lass uns umdrehen. Auch so ein Stück können wir noch. Schaffst du auch. Nein. Auch in deinem hohen Alter noch. Wann sind wir endlich da? Gleich. Guck mal, da steht doch schon der Weide. Wann sind wir endlich da? Gleich. Ah, ehrlich. Halt die Fresse. Oh, Rattlesnake. Oh Gott. Hilfe. Wieder meine Waffen nicht so richtig geladen. Ja, doch, halbwegs. So, ja, immer noch unser eigener 3x3-Server. Wir sind in, helft mir. Ich weiß es nicht mehr. D3. Ja, das kann ich mir auch nicht merken. Und, kannst du auch mal. Darf ich den Tipp geben? Ja, die Map aufmachen. Wäre jetzt so das Einfachste. Da sieht man direkt, wo wir sind. Aber nicht auf der M, wenn ich M drücke. Nee, da muss da. Ich habe gerade auch nochmal den anderen rausgeholt. Ach so. Hol ihn raus. So, wann sind wir denn jetzt endlich da? Gleich. Also. Da vorne sieht man doch schon was. Was wir in der Nacht- und Nebelaktion hingezimmert haben. Ja. Ja, das war nicht ohne. Richtig. 5 Arbeiter dran gestorben. Aber wir biegen erstmal kurz links ab. Jo. Denn falls ihr Games sucht und sich hier auch auf dem Server spielt, ne, also nicht auf unseren, aber generell auf dem von, wo war das? G-Portal. Dann einfach hier vor diesem Treppenhaus. Steht hier schon, ne? Das hat keiner gebaut. Also richtig. Irgendwer vor uns. Dann kommt man hier auf so eine schöne Wiese. Und diese Wiese ist voll mit Games. Ja. Und zwar bis zum Anschlag. Ne? Nicht, dass wir da umsonst in der letzten Folge hochklettert sind und gestorben sind, mehrfach sinnloserweise. Wir hätten einfach nur hier oben hinlaufen müssen. Und ihr kannst die Taschen vollstopfen, noch und nöcher. Jo, dann können sie ein paar Mal laufen. Wahrscheinlich kriegst du da 7 Schiffe von gefüllt. Also. Mhm. Gott sei Dank, dass wir uns den Arsch aufgerissen haben vorher. So sieht's aus. So, jetzt laufen wir nochmal die schicke Treppe hier hoch. Stürzt nicht wieder ab. Ich? Wer ist denn letztes Mal in irgendeiner Spalte runtergestürzt? Ach so, ja, stimmt. Oh, so eine fiese, versteckte. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht von hier oben. Und du machst bestimmt wieder vorne. Ja, doch, die kleine Ecke da mitten im hohen Gras. Da kann ich kaum drüber gucken, weil ich so klein bin. Na, hab ich auch hier die Lücke nicht gesehen. Und dann ging es abwärts. Die Treppe ist mal ganz schön hoch. Richtig, wir sind jetzt schon auf der Höhe von diesen Felsen da drüben. Es geht immer noch höher. Die ist nicht besonders vertrauenserweckend hier. Ja. Gerade so am Berg gezimmert. Ich weiß gar nicht, wie das hier hält. Ja. Ein paar Kokosnüsse ausgehöhlt und Zucker hat's festgebappt. Ist denn der Weide schon oben, oder was? Ja, schon oben. Kurz ein bisschen den Ausblick genießen hier. So, hier geht es jetzt normalerweise schon auf die Insel, aber wir können noch höher laufen. Hier oben ist sogar ein Sprungbrett. Willst du jetzt aber nicht ausprobieren? Nein, jetzt möchte ich es nicht ausprobieren. Das heißt nicht, dass ich später mal gern tun würde, aber.
Guck mal, da ist ein Loch im Brett sogar. Ich gehe mal lieber hier runter. Was darauf schießen, dass was kaputt geht und dann sich schnell verziehen. Sterbe ich wieder, wenn meine Waffe nicht nachgeladen ist und hier irgendwas auf mich einbeißt. Wie ein Löwe oder so. So. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen eine Giraffe zähmen. Ich habe schon eine schöne gefunden. Ah. Wild hat ja schon alles möglich vorbereitet. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas zum Bauen mitnehmen wollen für einen Käfig, weil die Giraffe, die ist da irgendwie relativ in so einer Senke gefangen. Das ist nicht die, die ich hier gerade sehe. Och, da siehst du eine. Achso, nee, was ist das denn für eine? Die latscht mich hier ganz... 12. 12. Ist nee, 12. Die ich da gesehen hatte, das war eine 84er. Die latscht ein bisschen eher. Dann wir können sie uns ja erstmal angucken. Ne? Ja. Dann kommt mal mit. Zeig uns mal das gute Stück. Schön, Miles. Brösche gleich. Du weißt schon, nein. Nein, komm. Ich sag jetzt nichts dazu. Okay. Ich verkneife es mir. Honig gibt's ja auch in rauen Mengen an jener Ecke. Nektar ist das. Ich weiß gar nicht, ob das als Honig durchgeht. Ja, ist. Zap steht oben in der Ecke. Das ist auf jeden Fall. Also. Naja, achso, wegen Füttern oder was? Wenn's mal zum Bär zähmen, weiß ich nicht, ob sich das eignet. Bitte nicht, das kommt aus Waben raus. Ehrlich mal, wenn das kein Honig ist, dann ja. Will ich nicht mehr als mit dir heißen. So ist es nämlich. Nicht, dass ich mich jetzt umbenennen muss. Das Schwede ist aber noch auf diesem Kontinent, die Giraffe, oder? Ist das gute Stück. Ach, hier. Bringen wir die da überhaupt raus? Ja, hier kommt man dann gerade näher. Das ist natürlich die andere Frage. Ich meine, notfalls muss man irgendwas mit Rampen bauen oder sowas. Zu Fuß kommt man hier gerade so raus. Da muss man, zum Schluss noch springen. Aber... Ich weiß schon, dass wir mit dem Ding die Treppe runterlaufen müssen. Ja, oder so, ne? Ich hoffe mal, dass sie keinen Fallschaden kriegen. Unberitten. Achso, wenn du so pfeifst oder was? Ja. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig. Dann machst du das. Na klar. Sekunde mal, ich muss noch mal hier meine Bolas auflegen und sowas. Was ist denn hier überhaupt für ein Gestrüpp? Kann man da irgendwo mal einen Baum fällen hier, oder? Gestrüpp nur da, um einen zu nerven. Kommt doch hier raus, oder nicht? Nee. Reden so aus. Ich könnte das wahrscheinlich... Das mag sein, wenn sie... Gehen wir wahrscheinlich nie wieder raus. Akaibären sind hier. Kannst du ja mal ausprobieren, mal runterzugehen und wieder hochzukommen. Das ist schon einer... Da probiert's schon wer. Ja, ich habe das Gestrüpp hier mal weggestrüppt. Ich sammle mal die Akaibären weg, dass wir was sehen. Wenn ich hier was sehen würde. Hey, nicht rauskommen. Das sollten wir doch hier irgendwie noch so einen Türrahmen hinbauen oder so. Oh. Na, hier an der Stelle, wenn du hier hochkommst, kommt das Tierchen bestimmt auch hier hoch im Notfall. Irgendwie, ob ich die Bären hier noch wegkriege. Schieß aber da ein bisschen rechts, ne? Ja. Da können wir ja. Wollen wir ja fast nicht springen. Ach, jetzt ist er weg, der Busch. Ah, das sieht ja gut aus. Sehr gut. Muss ich nur noch wieder unten hier rauskommen. Und wie komme ich hier nicht raus? Komme ich gar nicht mehr raus. Ja, du bewegst dich auch irgendwie überhaupt nicht. Kann nichts ist er da noch in eine Rutsche? Auch hier ist noch so eine Ritze gerutscht, ja. Ja, aber ich kann nichts machen. Also ich kann mich ja nicht mehr bewegen, ansatzweise. Ich kann ja nicht gar nichts. Oh ja, das ist natürlich schlecht. Ja, meine Axt kann ich ausrüsten, das ist nicht gut. Kletter? Hast du Kletter? Selbstverständlich habe ich Kletter. Was ist so? Dann geht's doch. Ja. Na vor. Oh! Wow, nein, lass mich von diesem Kletterhaken weg hier. Warte mal, wir müssen, glaube ich, mal jetzt mal loslegen. Aua, 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 aua. Jetzt bin ich weg. Oh. Ja, ich dachte, ich bin weg. Genau in der Sekunde muss sie ihr Bein auch zu mir dahinstellen, die Blöde. Und die hat natürlich einen Radius wie kein zweiter. Nein. Jetzt?
Wo bist du denn jetzt gespawnt? Respawn in der Home-Region natürlich. Also, wo ist denn jetzt hin? Da kommt sie irgendwo durch. Wo ist er denn? Ja, weg. Abgehauen. Ja. Nur, dass er da so lang kommt, hätte ich nicht gedacht. Jetzt rennt er da irgendwo auf der Hochebene rum. Das war natürlich ungünstig. Und glücklicherweise bin ich auch bei der Beginners-Discovery gelandet. Komm, da sind Elefanten. Zwei Stück. Da hau ich einen runter. 125. Das dürfte nicht lange dauern. 125? Ja, da hat einen Schlag gebraucht. Da liege ich ja schon. Wieder. Achso. So, ich möchte gerne hier spawnen. Ist das möglich, bitte? Ja. Ach, ich sehe deine Leiche gar nicht. Aber warum ist denn die Gesundheit nur zur Hälfte wiederhergestellt? Was bei dir? Ja, jetzt beim Neuspawn hatte ich eben gerade auch. Das kann ich dir nicht sagen. Nur 100 oder nur 103? Oder stellen die nur 100 her, wenn du höher gelevelt bist? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Nee. Normalerweise bist du frisch. Was ist denn jetzt hier mit der Giraffe eigentlich? Die hat dich so hart geschlagen, da bist du in den nächsten zwei Leben noch nur weniger. Da ist die Giraffe, ich sehe sie vor mir. Zur Hälfte angeleckt. Ja, da müssen wir doch einen Käfig bauen. Naja. Wir können sie ja hier auch da auch legen, nur. Oder erst mal warten, bis der Smitty seine Samen wieder hat. Ja, wir können auch gleich. Warum holt er sie nicht gleich? Ich meine, ist ja egal, wenn die angeleckt ist. Ich meine, an Effektivität, Zähmeffektivität wird sie ja nichts verlieren, weil wir noch nicht angefangen haben mit dem Zähmen. Ja. Ne? Aber wie wollen wir tun? Wie holt er sie nicht gleich? Die Klamotten. Ich bin auch dabei. Ja, eben. Das meine ich ja. Das ist so angehört, als ob wir sie erstmal legen wollten und dann soll er seine Klamotten holen. Nee. Ich muss erstmal hinkommen. Deswegen warte ich ja hier oben, sonst hätte es ja schon abgeknallt. Das lange Stück. Meinst du ohne Käfig alles? Ja. Gucken, wie sie. Wenn wir heil wieder runterkommen. Wie hart sie auf uns reitet. Ja. Dann reiten wir sie härter. Na, hoffentlich. Ich sehe ja auch nicht viel, ne, weil es gerade schon wieder irgendwie ein bisschen dunkel wird. Oh ja, das ist wahr. Jo. Ich weiß jetzt auch nicht, wo sie ist. Ja, links. Hier unter mir. Ich bin schon da. Bist du gesprungen damit? Ja, bin hinten runter. Ich kann nicht so genau sehen, wie tief das ist hier in Duster. Das schon hier. Mal ein bisschen Licht. Achso, ich kann nicht anmachen. Ist, ja. Ich kann noch kein Licht anmachen. Nee? Nee, dauert noch 20 Sekunden. Achso, ja, natürlich. Na gut. Dann? Eine Sekunde, nochmal Pfeile auflegen. Licht an. Wenn mir jetzt noch sagt, wo die Giraffe ist, mach ich mit. Ja. Das ist dein Ernst? Ja, ich sehe die nicht. Hier direkt davor jetzt. Jetzt stehe ich drunter. Ich sehe sie nicht, jetzt sehe ich sie. Ehrlich, so spät? Ja. Das ist eine Tarngiraffe. Ja, ich glaube auch. Ich kann auch mal ruhig ein bisschen bunter sein. Feuer frei? Ja. Oh, die macht gar nichts. Gerade will sie nicht. Kannst schon bohren? Wahrscheinlich mit dem Kopf in der Astgabel fest. Ja. Wie soll ich denn die eigentlich bohren hier? So. Ja, mach den Abgang. Pass auf, dass sie dann eine runterhaut, dann. Stimmt, hä? Wie ist denn hier dran? Am Kopf musst du, weißt du, ne? Hast du? Ja. Ich hör sie schmatzen. Auch 2,7. Prozentemäßig. Derzeit 41 Level dazu. Alle wie viele Sekunden kannst du? Alle 20. Habe ich natürlich 5 Sekunden verloren. Mann, keult die aus. Aua! Alter, hat den Radius. Ja.
Das wird ja ein Spaß. So komme ich ja gar nicht dran. Weiß nicht, ob ich sie füttern konnte. Alter. Wie soll denn das funktionieren? Man muss vielleicht auch wieder hier so von den Beinen. Oh ja, von den Beinen kommen. Hast du auch Bolas, Midi? Ich habe auch Bolas, ja. Boah. Die schlägt ja im Dauerfeuer durch. Muss ich denn jetzt. Haben wir hier ein Bett? Ja. Oh. Das ist das, wa? Kommst du. Du kannst ja nicht mal gucken, ob du was hast. Da haut sie dir eine runter. Können jetzt nichts mehr füttern. Wir müssen jetzt erstmal wieder runterschießen. Oha. Jetzt kann sie auch laufen. Und wie schön. Und jetzt killt sie mich. Das wird ja nochmal ein netter Spaß. Okay, doch ein Käfig, ja. Ja. Wird wohl so enden. Chillt sie aber hier gerade, glaube ich. Nee, die lernen gerade aufgestachelt, aber ganz aufgestachelt weg. Jetzt sehe ich sie schon nicht mehr. Ach so. Schön, dass meine Leiche hier noch leuchtet. Ja, ich habe einen Knochenbruch. Ich nicht mehr. Ich bin schon drüber weg. Bin nicht gut. Ja, dann müssen wir sie wohl doch irgendwie einsperren, ne? Mhm. Ja. Müssen wir drum rum bauen, oder? Ah, nein, sie hat mich, die macht doch gar nichts, sie ist doch handzahm. Oder? Jetzt gerade ist sie zahm, ja. Ne, ich würde sagen, so wie mit dem Bären, ne? Anhauen und reinlocken. Ja. Hast du was zum Bauen hier? Müssen wir noch holen vom Schiff, ja? Ne, im Schrank liegt was. Hier oben. Ach, mein Knochenbruchsgehalt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung ich laufen müsste, um zum Schrank zu kommen, muss ich mal ehrlich sagen. Guck gerade, ich glaube hier lang. Hier lang. Ah, da lang? Ja. Dann wäre ich schon. Dann hol doch mal was, Smitty. Mach ja, ich. Genau, wir waren hier. Mhm. Wo ist er denn jetzt hin? Hier ist er doch. Weiß er das nicht? Die andere. Doch hier vor uns. Ja. Die wird noch echte Probleme machen. Und weil hier gleich noch eine zweite ist. Die auch viel schöner aussieht. Naja. Auch ein bisschen. Du sollst ja alles mitbringen, ja? Ja, mach bisschen, mal, ja, wenn du es tragen kannst. Ja, die anderen Ressourcen muss ich hier lassen, aber den Rest kann ich tragen. Sollten wir mal. Na gut, vielleicht so 4x4 bauen, ne? 2 hoch. Obwohl 3x3 könnte auch reichen, ne? So wie beim Bären. Ja, dann. Geht so relativ press drin. Und ihr habt ihr über 2 hoch einfach drüber steigt? Ja, das ist eine gute Frage. Boah, ich glaube nicht. Über einen vielleicht, aber über 2 glaube ich nicht. Oh, dann klatsch doch mal hier irgendwo hin, wo es eben ist. Ich werf's dir hin. Oder das?
Gewabbel hier. Jetzt reißt er auch noch die ganzen Büsche um. Oder mit 3x3 glücklich werden. Und wir probieren es aus. Wieder mal was an. Ist ja gut. Ich denke, ich bin gar nicht so unansehnlich. Bisschen dunkel, aber. Hab ich ja nicht gesagt. Ich sag ja. So. Denk nur an deine Gesundheit. Ah, natürlich. Und Schnupfen ist auch scheiße. Ja. Scheiß auf die Löwen, aber den Schnupfen, der macht dich fertig. Ja. Dann locken wir sie von hier vorne rein. Mhm. Ja, das ist relativ eben, jo. Geht gleich selber schon mal rein. Ja. Vorhin hatte ich einen Besuch beim Bauen auf dem Steg im Bullen, einfach da geguckt, kam an, hat es angelaufen, sich ja weggelaufen. Einfach so. Na doch, zwei hoch müsste aber gehen. Ja, da ist ja. Wo ist da der ganze Körper nur? Hier lang. So, die Giraffe. Komm zurück. So. So, dann müsstet ihr sie mal anlocken. Und ja. Drumherum ziehen und ich würde dann von vorne zubauen. Also ich würde sie hierher locken, du musst sie reinlocken, weil ich habe nicht so viel Energie. Ah ja, stimmt, dann geh du mal in den Käfig, ja. Floki. Hm. Ich habe sie angelockt. Ne, die kaut doch ab. Kommt doch nicht, wenn du drauf schießt. Das ist eine Mischung aus abhauen und angreifen tust du ja in der Regel auch. Musst du näher dran sein wahrscheinlich, ja? Oh, das war jetzt nicht gut. Ja, die musst du hauen einfach, die greift höchstens... Weiß ich nicht. Da kommt sie ja. Aua! Ah, jetzt doch, jetzt kommt sie. Noch hinter mir chillt sie. Die chillt eigentlich. Wird sie mal. Ja, jetzt musst du sie mal. Ich laufe in deine Richtung. Was ist nicht genau, wo der Käfig ist? Da. Alles gut, sie kommt nicht. Sie kommt nicht. Hallo? Hallo, ey. Jetzt hängt sie wieder. Ja. An irgendwas hängt sie fest. Aua. Hat die dich Wolle genommen? Komm her, du scheiß Giraffe. Oh. Versucht's aber, kriegst du nicht hin. Ja, der Baum, ich wollte den Baum da wegmachen, aber da haut's natürlich einen runter, wenn du da hinläufst. Das sollten wir so. Na, ein Baum ist ja mal schlecht, ne? Ja, das ist der Baum hier, ne? So. Ja, der direkt vor ihr war, ist... Hallo? Oh, das ist der Baum da hinten. Ist ja bescheuert. Aua. Jetzt kommt sie? Kann das sein? Nee, sie schenkt noch. Wo denn? An dem Stein oder was? Da lag mich aber tot. Da sind jetzt alle Bäume weg? Nee, der andere Baum oder was? Soll nicht sein. Das ist schon mal ordentlich. Oh, jetzt. Jetzt, oh, jetzt. Jetzt ist er da. Lack an dem anderen Baum. Wo ist er? Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh, ich komm da nicht rein. Scheiße. Warum kommst du da nicht rein? Weil sie mich immer durch die Gegend leucht. Bumst?
Jetzt greift sein Käfig schon mal an. Schon mal gut, nur von der anderen Seite wäre besser. Mhm. Soll ich mal drauf schießen? Ja, schadet ja nichts. Nee, ich muss mal warten, bis er chillt. Kann dauern. Aber wenn ich hinterher bin, vielleicht. Oh, ja. Oh, 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 oh. Jetzt wird sie mich töten. Jetzt liegt's an dir, Floki. Du musst uns retten. Hm. Man kann die ja nicht direkt da reinlocken. Weil die schlägt ja durch beide Seiten durch, quasi. Glaubst du, sie haut mich ab? Das ist ja dann wahrscheinlich das Wichtige. Wie wir sie dann füttern, ist dann die andere Geschichte. Ach ja, da sehe ich sie. Wir waren mitten im Wald, ganz weit weggelaufen. Da kommt sie, glaube ich, wieder. Aua. Nicht da noch hier noch, ne? Ah! Das ist aber nicht ganz ohne. Ganz aufgeregt. Was denn? Ja. Na, nun komm doch mal her hier. Ah, scheiße. Wie? Oder wir müssen sie jetzt bowlern. Und dann umbauen, ne? Und dann umbauen in der einen Minute. Anderthalb Minuten. Jetzt, warte, jetzt. Lauf, lauf, lauf. Ja, jetzt ist er drin. Nee, doch nicht. Ach, scheiße. Aua, ey, was hab ich denn dir getan? Das war knapp. Das vielleicht fast hingekriegt. Hängt am Baum fest mal wieder. So. Jetzt ist er frei, jetzt gibt es erstmal Fersengeld. Ist wich. Da kommt sie wieder, glaube ich. Also ich stehe mit dem. Stehe im Käfig. Hast du noch ein paar Klamotten in der Tasche, Leute, zum Bauen? Nicht, um sie jetzt ad hoc zum Bauen, ne. Okay. Dann müssen wir das, glaube ich, irgendwie... Aber das schaffst du nicht. Oder? Ich würde es mal probieren, wenn sie jetzt von hinten kommt, gerade reinrennt und alle hinterm Zehmkäfig erstmal stehen, dann hast du vielleicht ein paar Sekunden. Als hängt es erstmal im Baum mal wieder fest, das ist... ungünstig. Ja, warte mal, Mann. Mach mal nicht weg. Zu spät. Jetzt ist sie ja. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Ist sie jetzt unten? Jetzt ist sie unten. So ganz? Jetzt ist sie ganz unten. Ja, ja. Da, wo wir unser Schiff steht, da ist sie jetzt. Ja, ist ja auch nicht schlecht, dann können wir ja da dann weitermachen. Dann brauchen wir sie nicht mal runterziehen, wenn sie gezählt ist. Richtig, also Holz hätte ich in der Tasche. Aber dann müssen wir sie jetzt unten bohlern und einbauen. Richtig. Ist sie auf unserer Schiffsseite? Die ist auf unserer Schiffsseite, ja. Ja, dann werden wir sie da vielleicht auch nochmal wiederfinden. Dann, gehe ich von aus. Ja, hat es ganz schön lange gedauert. Ich weiß auch nicht, warum ihr einen Käfig baut, wenn wir sie nur runterjagen wollen. Das war nämlich eigentlich unser Plan. Ja. Stimmt's nicht, warum hast du eigentlich immer noch keinen Haarwuchs? Oder hast du dich frisch frisiert? Natürlich habe ich Haarwuchs. Zumindest nicht auf dem Kopf. Klar, ja. Also. Wo ist denn da kein Haarwuchs? Oh, jetzt schon. Eben war keiner da. Ja, es ist, wenn ich den Helm aufhabe, dann hast du keinen.
Naja, dass die Haare jetzt nicht aus dem Helm rauswachsen, ist mir auch klar. Na also. Aber eben hat es keinen auf. Ach so, keine Ahnung. Na gut, dann ja, machen wir erstmal Schluss, hä? Ja, würde ich auch sagen, machen dann gleich nochmal unten weiter. Ja. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Wird bestimmt noch was.